Dieses Video hatte deutschlandweit für Entsetzen gesorgt. Mehrere Männer jagen Menschen, die sie aufgrund ihres Aussehens für Ausländer halten, durch Chemnitz. Bei einem der Schläger soll es sich nach Recherchen des ZDF-Magazins Frontal 21 um einen Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Securitas handeln. Unklar ist, welcher der gefilmten Männer der Mitarbeiter ist. Ein Unternehmenssprecher hat den Medienbericht inzwischen bestätigt. Man habe sich bereits weniger als 12 Stunden nach Bekanntwerden des Videos von dem Mitarbeiter getrennt. Securitas Deutschland hat gegenüber rechtsradikaler oder fremdenfeindlicher Gesinnung eine Null-Toleranz-Politik, so der Sprecher. Das Video entstand am 26. August am Rande der teils gewalttätigen Proteste durch Rechtsradikale und Hooligans. Für weiteren Wirbel hatte es gesorgt, weil Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen die Echtheit des Clips zunächst angezweifelt hatte.